Hallo ja. Freunde und herzlich willkommen zum Let's Play Pokémon vs. Smaragd mit dem Lennart. Hi! Hallöchen Leute, wir sind, ja, Part 8. Genau. Wir freuen uns auf Part 8. Genau, ich, euer Falco, bin natürlich auch dabei und, ja. Oh nee. Ja doch, leider schon. Oh. Ich weiß, ich bin schlimm, aber heute bin ich auch wieder dabei. Gucken, dass wir hier ein bisschen was aufnehmen. Ich find's schrecklich, dass es auch schon wieder so warm geworden ist, ne? Ja, das ist schlimm. Sehr schlimm. Wo bist du eigentlich gerade im Game? Hey, ich bin vor dieser Höhle. Aber ich will mir gerade meine Jungwild angucken. Aha. Gucken, was für Attacken es jetzt schon hat, weil mit Schnabel, ich weiß nicht, komme ich mit Schnabel weit in der neuen, in der Arena? Ja, das sind Kampftypen. Mit Schnabel kommst du auf jeden Fall ein Stückchen weiter. Gut. Aber ich bin ja wirklich immer nur am letzten Pokémon gescheitert. Mhm. Und ich muss mal gucken. Also an Makuhita. Genau, Makuhita. Ja, das schaffst du dann. Das kriegst du wohl hin. So. Wir sind voll und dann gehen wir direkt mal in die Arena rein, würde ich sagen. Cool. So, ich würde sagen, ich gehe unten zum Strand und hole mir da ein paar Sprudeltränke, die sind ganz cool. Ja, mach das. So, bei Graffit Port City halt, ne? Ja, klar. Weil ich mein Lolunio eh noch leveln muss. Es ist halt nur hier unten etwas schwierig, weil die am Strand hauptsächlich alle Wasser-Pokémon verwenden. Ja. Ja, ist halt doof, wenn man auch selber ein Wasser-Pokémon hat. Wasserboden, sorry. Ja, nee, es liegt halt eher daran, Lolunio ist halt Gehstein und wenn der mal so eine Aquaknarre in sein Face kriegt, dann adios, dann ist amigos. Dann ist er wortwörtlich ein Gehstein. Ein Gehstein. Ach ja, boah. Oh, der Gute, Gott, ey, ey Lennart, ey. Ja, ich hab echt fast alle geholt, Alter. Scheiße. Da, und da ist das, was ich angekündigt habe, die Aquaknarre. Und, wow, super geil. Schon 90% meiner AP weg. Nee, sogar noch mehr. 95. Scheiß drauf. Dafür hat er jetzt den Insta-Kill von mir gekriegt und Felsgrab. So, wir haben den mal eben hier rasiert gegen den Strich. Und. Rasiert gegen den Strich, das ist schön. Gegen den Strich nicht mit. Gegen, wir sind Mainstream. Wir schwimmen gegen den Strich. Total. Nein, ich möchte nicht gegen euch kämpfen. Ich hab den Arena leider gesucht. Ich hab den letzten Mal konnte ich den Weg auswählen. Ich kann nicht eigentlich fast immer. Da, genau. So, ich bin Garumedlo. Geil, Macholo ist schon mal down. Das hört sich an wie so ein Tee. Ich bin Garumedlo. Link nicht. Ja, er ist halt sehr von sich überzeugt, ne? Naja, also, ne? Mecke mich. Ah, ich glaube, mein Lolunio kriegt jetzt ordentlich eine Packung von dem Tentacher. Ah, der Super Schall hat schon mal nicht funktioniert. Das ist scheiße. Dies finde ich sehr bedauerlich für dich und ich weine mit dir zusammen. Ja, danke. Nee, er hat gewonnen. Tentacher war einfach zu scheiße. Bam, Level Up. So, Jungblut pumpt sich auf. Das ist durch Jungblut, der ist breiter als der Türsteher, glaubst du mir noch? Geil. Er ja. Mit seinem Schnabel in die Fresse. Boah, harte Wortwahl. Jungblut Gangster ist, hier. Jungblut, ich verstehe nicht. Willst du dann so ein Pokémon, was kaum Schnabel hat, eigentlich Schnabel einsetzen? Ja, ist halt so ein kleiner Schnabel, der pickt dann so ein bisschen so. Bock, so ein bisschen tut aber weh, ja? Ja, eben. Sinn der Sache, ne? Ja. So. Boah, dieses scheiß Goldini. Nassmacher, ja. Spritzt mich feucht. Ah. Oh ja, geil. Ah. Oh. Power Punch. Happy Birthday. Das hat weh bestimmt. Oh ja, das hat richtig Warum killt er mich nicht einfach? Ich habe nur 5 HP. Dann setzt er Nassmacher ein und Rutenschlag und ich sitze da und wäsche den weg. Er macht dich gerne nass vielleicht. Aha. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt kommt er mit Schnabel. Oh! Jetzt habe ich noch 4 HP. Naja gut, ich habe jetzt auch. Mein Junge ist draufgegangen. Oh. Weil, jetzt kommt's, ich habe ein paar Menschen in die Fresse gekriegt. Cool. Ja, der Meditier, da musst du unbedingt sofort drauf. Der darfst du nichts am Status machen. Den musst du sofort angreifen.
Weil der Power Punch, ja, wenn du, das, wenn das der war, den, ja, ja. Der halt Power Punch einsetzt, darf er halt anfangen mit seinen Fokus zu sammeln und wenn er dann keinen Schaden kriegt, dann wird der Power Punch ausgeführt und dann. Ja, ja, klar. Prost Mahlzeit. Fischergott hat dein Video kommentiert. Was möchte denn Fischergott? Richtig. Was? Er hat. Was? Er hat unser Video kommentiert. Shit! Er hat unser Video kommentiert. Cool. Von Lost the Orden. Aha. Ich, da wo ich meinen Orden verkackt hab. Aha. Wie in fast jedem gefühlten Part. Aha. Hat er einfach nur geschrieben, fischig. Ah. Alle Leute. Das ist echt. Ich weiß, warum. Ja, das cool. Ist wie, als wenn ich sagen würde, das finde ich Korall von dir. Oh. 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 Korall. Oh, das ist so 2006. Oh. Ja, also 2006 ist jetzt nicht so meine Klasse. Ist ja schon ein paar 9 Jahre her. Naja. Naja, man tut, was man kann, ne? Eben. Ich krieg irgendwie Power Punch in die Schnauze. Bin immer noch am Leveln, mein Lulunio ist tot, ab zum Pokémon Center. Also so langsam, aber sicher. Gewinne ich gegen das Meditier? Meditier. Okay, der Supertrank gar nicht abgeschossen. Ja, das Meditier, das musste einfach mit Schnabel wegbashen. Einfach immer drauf. Ja, aber er hat, wie gesagt, halt erst zuerst gelandet und dann war es halt so gut wie vorbei. Hm. Das war schon sehr scheiße. Nochmal probieren. Ich musste den Arena-Leiter auch 3-4 Mal machen. Naja, aber dieser Kampf nimmt die dann die ganze Folge weg. Das ist das Problem. Hm. Sind jetzt schon bei 7 Minuten. Ja, ich kenne das Gefühl. Also knapp 7 Minuten. Nee, unten kann ich mein Lulunio nicht trainieren. Ich muss woanders hingehen. Ach, Kacke. Scheiß drauf. Ich kaufe mir einfach den teuren Supertrank jetzt. So, Supertrank zur Heilung meiner Pokémon. Nehmen wir mal 5 Stück mit. Pokémon. Genau. Schon mal ein kleiner Tipp, Lennart, wenn wir so ein paar Orden weiter sind, ne? Um schnell durchzukommen, wird's demnächst Schutz und Superschutz der absolute Burner sein, ja, als Item, ja, für uns. Kaufe ich mir immer. Immer. Ne, weil dann kommen wir durchs hohe Gras, ohne von wilden Pokémon aufgetroffen zu werden mit dem Item Schutz. Lass mich raten, du bist gerade auf dem Wasserweg da. Na, fast. Er muss bald gegen den Rival noch mal kämpfen. Ja, ich weiß, ich freue mich schon total drauf. Dann hat er seinen Riptail. Ja, eben. Bei mir wird er Riptail haben. Superteil, Happy Birthday. Digga, hast du nichts anderes zu tun? Am liebsten würde ich dem einfach so fette, was weiß ich, in die Fresse hauen. Am besten dein Nippel, den du im Part nicht eingeblendet hast. Ah, mein Nippel, den ich nicht eingeblendet habe. Richtig, ich wollte ja meinen Nippel einblenden. Richtig, meine lieben Zuschauer, tut mir sehr leid, dass ich meinen Nippel nicht eingeblendet habe. Dafür seht ihr ihn jetzt hier. Hier, das ist mein Nippel. Ich hoffe, er gefällt euch. So, ich hoffe, ich denke diesmal dran, den einzublenden. Ich meine, mein Nippel ist das absolute Highlight, oder? Ist das Beste am ganzen Let's Play. Eben. Ich glaube, danach wird es aber nicht mehr geschaut. Wieso? Im nächsten Part kannst du den anderen geben. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Grund weiterzuschauen. Einfach so LR drunter schreiben, rechts, rechts, links. Let's Nippel. Ja. Yay, Level Up. Oh, ey, diese Minus und Plusle, ne? Ja, da ist doch dieses Haus des Versteckens, oder nicht, bei dir in der Nähe, ne? Ja, ja, der diese, das Rätsel macht. So, ja, ist ganz witzig, geil. Eigentlich. Ich glaube, ich habe einen Zerschneider vergessen. Das ist nicht dein Ernst. Doch, jetzt muss man einfällt. Oh. Bin mir aber nicht sicher. Geil bist geil. Du, geil bist du. Ich glaube nicht, dass man den braucht, um durchzuspielen, oder? Ich glaube auch nicht. Ich hab der damals auch Smaragdus-Zerschneider durchgezockt. Ich meine, wenn wir ihn brauchen, dann holen wir ihn nach der Flugarena und wir fliegen dann dann wieder. Mein juckt mir jetzt. Genau, genau. Das ist nicht die Welt. Finde ich gut. Aber jetzt zurücklaufen wir für den viel zu viel Zeit mit. Eben. Boah, Lulunio, du brauchst mehr Angriffswerte. Ist doch lächerlich. Felsgraben auf so ein Minun und er zieht ein Viertel. Wer ist down? Medit. Oh, cool. Mein Marathon versucht Walze zu erlernen. Ja, cool. Heiter weiter. Oh, ich habe gegen einen Igler, weil ein Igler mir schon immer um den Sack ging.
eine Attacke, die ich überhaupt nicht leiden kann. Genauso wie Platscher von Carpador. Bam, Level 15 für mein Lulunia. Dun, dun, dun. So. Und noch ein Plusle. Süß. Weg mit Lehmschuss. Bodenattacke sehr effektiv auf Elektro-Pokémon. Holla die Waldfee. Andersrum ist es nicht stark. Cool. Ah, jetzt wollen die Trolle sich alle in meinen Pokonav eintragen. Ich will euch gar nicht. Eben, ich hasse euch. Ihr stinkenden Gossenkinder. Geht alle mal weg mit euren Pokénav. Aber hallo, die Aroma-Lady Margarete, die kann mir ruhig mal ein Stückchen näher kommen. Hallöchen. Oh, auch sie zeigt mir heute wieder ihr Knilz. Oh Mann, die ganz nice Ladies haben alle einen Knilz. Hat das was zu bedeuten? Naja, vielleicht sind sie ja ein bisschen elektrisch aufgeladen, weißt du? Knilz ist elektrisch aufgeladen? Ja, Knilz hat auch diese paralysierte Aura. Das ist Pilzspore, weil wenn du das Ding boxt, genau, gibt der Sporen von sich. Das ist ganz ja nicht genau elektrisch. Ja, aber sagen wir mal, in 60% der Fälle wirst du ja meistens paralysiert. Ja, du wirst paralysiert, aber Paralyse ist ja nicht unbedingt was Elektrisches. Das heißt einfach nur, dass du dich nicht bewegen kannst. Bei Pokémon ist das eine Elektroattacke, ja? Paralyse ist ein... Wird von Donnerwellen ausgelöst. Also Donnerwellen, was ist Donnerwellen? Genau, eine Elektroattacke. Paralyse ist ein Statuseffekt und der hat kein Element. Nein. Pokémon Center. Ein Shop, ja. Nein, gibt's hier einen Shop auf der Insel? Wenn ich wirklich ins Knie, Alter. Wenn ich dir nämlich ins Gesicht boxe und du auf dem Boden liegst und deshalb paralysiert bist, dann bin ich noch lange kein Elektro-Pokémon. Pika, Pikachu. Das ist doch wahr, also. Ja, nein, nein, nein. Oh, cool, Roselia. Schön, gebe ich eine Kopfnuss. Jetzt müssen wir da aber mal richtig rein. Oh, Stachelsporen, mein Lulunio ist paralysiert, Roselia ist ein Elektro-Pokémon. Ja, ist, nein, es ist, ist Pflanzengift. Nein, das ist jetzt ein Elektro-Typ. Definitiv. Deine Sichtweise, so, komm, wir versuchen jetzt nochmal den letzten. Boah, episch. Level 16. 3 Minuten. Wenn ich, wenn nicht, gehe ich einfach gleich an. Ich kann nicht in die Höhle gehen, wenn ich keinen Blitz habe. Aha. Du hast auch ohne Blitz gemacht, glaube ich, ne? Ja, ich bin auch ohne Blitz durch, weil ich den Weg kenne. Naja, gut, da. Also halbwegs, also kommen da immer so ein bisschen mal durch, also ne. Ja. Ey, gut. Da protze einer, Junge. Ja, ja, lass dir ruhig Zeit, es ist okay. Das ist nicht eilig, oder? Nicht, ne. Nein. So, ein Volltreffer, sehr effektiv, das ist gut. So wollen wir das. Spielt man gegen Minun und Plusle und beide setzt rechte Hand ein. Das ist so intelligent. Das ist sehr rechtsradikal. What? Rechtsradikale Leute, die setzen rechte Hand ein. Ah. Okay. das mein Weltbild. Wow. Also, erzähl mir mehr. Finde ich gut. Boah, Milfhand erreicht Level 20. Ein paar da? Ja. Ne, Gesichter brauchen wir nicht. Das ist gay. Ja, eben. Oh, die beiden Zwillinge geben mir ihre Handynummer. Das ist da, komme ich nochmal darauf zurück. Ich rufe euch nochmal an. Oh ja. Yeah. Eine Herausforderung vom Pokéfan Miguel oder Miguel oder fick mich doch. Ineko kriegt eine Kopfnuss. Fuck, Alter. Was los? Kannst du wieder nicht? Das kann ich angreifen, das ist super. Cool. Okay, es kriegt super Trank, aber ich hau jetzt gleich nochmal Schnabel hinterher und ich bin noch full live. Cool. Hast du das Pokémon einfach nur? Du Black Sheep, das wird's ihm bringen. 1 HP, 1 HP, 1 HP.
cool. Immer nur eine HP. Ja. Und es ist dauernd. Jawohl, jetzt kommt das Vereinfalter. Jawohl, ja. Jawohl. Was kommt jetzt bei dir, Makuhita? Ja. Ah, dann gib ihm. Den geben wir noch und dann ist die Folge auch schon vorbei. Eben. Boah. Oh Junge, fast One-Hit, fast One-Hit. Die ganzen Spasten geben mir alle ihre Handynummer. Geil, ich meine, du hast schon zwei Zwillinge. Ja, aber verdammte Scheiße, mein Charakter ist ja ein 10-jähriges Mädchen und geben mir die ganzen Kerle alle ihre Handynummer. Es ist abartig. Ja, okay, ja. Ich würde es auch machen, ja, aber... es ist, ja, gut. Ne? Okay, 10 jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht 11, also... so ein bisschen Diskretion muss ja schon, also, ne? Ja. Nach dem Motto, wir wollen es übertreiben, ne? Eben. Fick dich fett ins Knie, Makuhita. Ich hasse dich. Du bist so ein Hurensohn. Wieso, hat er nicht gekriegt? Ja. und er hat noch 10 HP oder in etwa. Und nein! Beende es bitte. Ich liebe dich, wenn du es beendest. Oh, fick dich doch, Alter. Jetzt kommt der Gegenschlag von ihm. Oh, One-Hit-Barrel. Das ist super geil. Ich hab noch mein Schlummel. Ja, das wird's reißen. Das reißt es jetzt. Normaltyp in der Kampfarena. Ja, du sagst doch, Krabbums ist so geil. Da muss Flummel ja auch schon cool sein, ne? War sehr effektiv. Junge, Leute, wir schauen uns in dieser Folge leider nicht genauso wie letzte Folge. Was ist denn hier los? Ich fühle mich leicht verarscht. Ja, der hat sich doch gelohnt, oder? Der hat noch 10 HP. Ja, Lennart, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, oder? Bist du fertig? Ja, Leute, bin fertig. Haut rein. Danke. Okay. Danke fürs Zuschauen. Ja, ciao. Adios, amigos.